So, hopp, 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 Weil es wäre ein sehr sinniger Gang da draußen jetzt gerade wieder. Wieso? Da gehst du raus, guckst du in die Kiste, geh wieder rein. Lol. So, ich grab mal hier unten weiter, ne, die Schächte schon mal. Ja. Und auch immer einen Wartungsschacht dabei, ne? Ich hab keinen Bock, am Ende den ganzen Boden aufzukloppen, wenn dann irgendwas mal nicht funktioniert. Dann kann man besser ein Feld aufkloppen und irgendwas dahin machen, wo man eh wieder reinlaufen kann. Obwohl ich dachte eh, dass die Diamantenpipes hinter einer Truhe sind, damit man noch drankommt zum Bestücken. Ja. Ich mache ja auch nur hier gerade die Pflastersteintransportrohre. Ach so, okay. Ich weiß jetzt nicht, wo ich hier oben bin. Von hier unten, warte mal. Hallo. Wo bin ich denn da rausgekommen? Ach da, lol. Ich überlege gerade, wie ich das hier aufteile jetzt. Oh, was ist denn, wenn man hier reinkommt und ab hier dann die Kisten anfangen an der Wand? Wir können ja erst mal am Rand auch Kisten machen und nachher noch in der Mitte. Ja. Okay, ja, hier in der Ecke kommt schon mal eins raus. Ich mache aber den Vorsprung noch weg hier. Ne, Solar, machst du dich so aufwendig? Dann lieber doch nicht. Viel zu viele Sachen brauchen wir. Ja, können wir später machen noch sowas. Ach, Quatsch. Genau, muss jetzt sein, ne? So, okay. Hier unten, da haben wir den Gang. Der ist wohl voll hardcore, hat mir auch der Downji erzählt, der sich hiermit so ein bisschen auskennt. Ja. Solar ist wohl richtig heftig. Dann lieber aus der Hölle pumpen. Okay. Mal verballer ich hier das ganze Holz und hab 8 Truhen. Oh, mich ruft jemand an, weil ich muss leider auch mal dran gehen. Ich bin sofort wieder da. Jo. Ja. So, dann kommen. Obwohl die Kiste geht noch gar nicht auf, ne? Egal. So. Ah, Passwort ist Karl. Sehr gut. Sehr gut. Ich brauche noch eine Spitzhacke, sehe ich gerade. Und die mache ich mir mal schnell aus Eisen. Achso, ich habe schon Diamanten ins Transportrohr. Cool. Cool. Okay, nee, alles klar, sorry. Da bin ich wieder. Hallo. Ging jetzt nicht anders. Ja, kein Ding. Was muss, das muss. Ja. Ich hatte gehofft, dass das der Steuerberater wäre, Peter. Ach so. Ja, aber ich habe mich schwer gewundert, weil mir hat nämlich auf einmal das Finanzamt Geld zurücküberwiesen, was ich den Anfang des Jahres überwiesen habe. So, ist jetzt auf einmal drauf, ohne Brief, ohne irgendwas. Das macht mich sehr misstrauisch. So, hier hast du. Wollen wir aber wieder haben. Also gib das erstmal aus. Eben, aber ich habe das erstmal direkt abgeholt und hier zu Hause hingelegt, damit da nichts passieren kann. Ach so. Weil da habe ich keinen Bock drauf. Ja, die sind ja meist so, ne? Weil ich kann mir nämlich vorstellen, so, dass das durch die Ummeldung kam, weißt du? Essen und Gelsenkirchen und dann. Ach so. So, da vielleicht zu viel bezahlt und die wollen das bestimmt haben dann hier in Essen bald. Boah. Ja, könnte ich mir vorstellen, so. Ja, kann gut sein. Ja, das wäre wieder so typisch, so. Und ich dachte vorhin schon so, geil, voll viel Geld am Konto. Cool. Ja, aber das heißt voll viel. Also für mich sind 500 Euro voll viel. So, erstmal ein paar Fackeln hier hin, ne? Zack. Boah. Ich baue hier hinter auch erstmal so einen Gang, wo ich dann halt die Transportrohre erstmal reinstopfe, ne? Ja. Dahinter so, ach so, außen rum oder was? So ein. Ja, ich hab da die, ich, ja genau, ich hab da die Truhen jetzt an der Wand. Ja. Schon mal 9 Stück und dahinter mal jetzt mal eben ein paar Transportrohre dran. Okay. Wir müssen natürlich auch noch schön verkleiden dann später, ne? Ja, gibt ja auch Verkleidungsrohre. Ach so, okay. Also Fassaden heißen die, dann kannst du so ein Rohr komplett verstecken. Ach, dafür ist das, okay. Weil ich hatte halt noch nicht so ganz gedacht, das wäre irgendwie so.
dass du dann viele davon machen kannst oder so. Weißt du, halt dann, was weiß ich, aus einem Cobblestone 10 so Fassadendinger machst. Also habe ich mich auch gar nicht mit beschäftigt gehabt. Ach so, ja. Ich brauche jetzt allerdings Pflastersteintransportrohre und Steintransportrohre, damit die sie nicht verbinden. Pflasterstein habe ich. Wo bist du denn? Ach, da bist du. Ich gucke nur gerade, ob hier irgendwo noch Stein liegt, aber ich glaube oben in den Öfen, ne? Ja, da wird höchstwahrscheinlich noch welcher sein. Weil dann kannst du zwei Rohre nebeneinander laufen lassen, ohne dass die sich verbinden. Ja. Ich kann ja schon mal gucken, eigentlich insgesamt, dass ich so einen ganzen Kranz zusammenkriege da, ne? Der einmal ganz rumgeht, oder? Alter, was hast du denn hier? Eine Kanone vor der Tür? Wo? Ja, oben. Weiß ich nicht. Hab ich? Dann hat der Noob die gerade gebaut, weil ich weiß nicht. Aha. Eine Kanone? Ja, hier dieses von Portal. Ach, die Sentry oder was? Ja, genau. Ah, okay. Genau, er hat so voll die mächtige Waffe gebaut. Nee, weil die stand eigentlich nur bei mir im Zimmer stand die eigentlich nur drin. Ach so. Komisch. Merkwürdig. Du meinst schon diese weiße Sentry von vorhin, ne? Ja, genau. Okay, alles klar. Nicht, dass wir jetzt so voll aneinander vorbeireden und ich es einfach nicht check wieder. Wieder. Ja, ich hab ja das ja schon mal, ne? Also. Der Non-Checker. Der Non-Checker. Höp, 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 höp. Jetzt, mein Gott, das ist hier so eng. Ich grab hier schon mal außen rum, ne? Das passt doch, oder? Siehst du mich auf der Map? Ah ne, du bist ja ganz woanders, stimmt ja. Ah ne, du bist ja da. Jetzt sehe ich's. Ja, warte, ich grab hier mal ein Stück runter, weil da müssen wir dran. Obwohl, eigentlich muss ja quasi das einmal so im Kreis laufen, ne? Ja, das habe ich gerade vor. Weil ich habe mich jetzt einmal von der Mitte dahin gegraben, nach außen und jetzt zu der Seite hier. Dann bin ich eigentlich gleich einmal rum. Ich weiß noch nicht, ob ich genau unter der Fuge bin hier gerade. Oder unter der. Ach so, meinst du? Oh, kannst du mal von oben durchschlagen hier irgendwo? Hier so. Warte mal, hier wo ich stehe. Hast du noch eine Spitzhacke? Ah ja. Hallo. Ah, da seid ihr ja. Weil hier habe ich jetzt so rumgelegt. Aber warte, ich lege die Rohre mal nach unten. Ja. Einfach mal und dann gucken wir mal. Soll ich hier schon mal den Ring schließen? Zumindest bis hierhin so. Ja, ich überlege aber gerade. Ich glaube, das kriegen wir gar nicht runtergelegt. Komplett. Weil mal angenommen, ich mache jetzt hier. Ne, komm gleich mal hoch, bitte. Ja. Ich bin gerade hier unten. Schlag mal den Stein kaputt, Noob, bitte. Ich habe keine Spitzhacke mehr. Okay. Mein Gott. Ja, ich habe gerade eine ganze Eisen verbraten hier unten mal eben. Ach so, krass. Ah, scheiß Fackel. Oh, gestern was war das denn? Geil. Weißt du, da habe ich mein Lager gebaut, ne? Und habe dann nicht gecheckt, dass ich zwischendurch im Kreativmod goldenes Wasserrohr aufgehoben habe. Weißt du, und dann habe ich die ganze Zeit gedacht, warum läuft das denn nicht? Warum geht das denn nicht da rein? So. Mein und die Gott. Und die ganze Zeit war halt ein Wasserrohr, weißt du, wie soll das auch gehen? Weil guck mal, siehst du das Ding? Was für ein Ding? Von außen aus, oder? Was ich jetzt hier an den Kisten hab. Warte mal, ich muss mal eben hier irgendwie raus. Boah, ey. Ich komme hier nicht raus. Warte. Ja, guck mal, ja. Ja. Ach, so wäre das Sortierding. Ja. Da müssen wir nur quasi, da das hier von der Seite reingeht und hier wieder nach unten geht, wo ich jetzt stehe. Ja. Also kannst du immer drei Kisten befeuern. Ach so, okay. Also können wir quasi, ja guck mal, wir können ja eigentlich, hau doch mal hier runter und dann nach links. So ein paar Blöcke. Dann können wir doch da unten die Leitung anschließen und quasi einfach so eine Umleitung nur machen. Ja toll, jetzt ist er hier drin. Du hast ja, ich habe ein Jetpack. Ja, sorry. Ja, da müsste es. Ah, hier ist es doch schon. Ah, sehr gut. Kannst du hier immer noch so ein Ding kaputt schlagen, weil ich habe jetzt nichts. Wolltest du raus, oder was? Ja, wohl geht schon.
oder? Nee, das ist auch komisch. Vom Rohr aus kannst du nicht dahin springen. Ja, das Rohr ist ja ein Tick kleiner. Ja, aber das reicht dann schon nicht. Jetzt komme ich hier immer noch nicht raus. Schlag mal hier das Ding noch kaputt, bisschen einen Stein hier. Ich hole mir gleich eine Spitzhacke. Ma. So. Du Pimmel, du. Weil eigentlich können wir doch jetzt hier langlegen quasi, ne? So, ne? Ja, wahrscheinlich eher besser so. Was machst du denn da? Hä? So darfst du das aber nicht machen. Ach so, okay, dann müssen wir jetzt ja noch einen hier hinter quasi, ne? Warum? Ah ne, Quatsch, warte mal. Oh. Mach jetzt einen Denkfehler. So? Ach ne, ja genau, es fließt dann einfach weiter geradeaus durch, wenn du nichts angibst. Und jetzt brauchen wir noch nach unten welche, ne? Ja genau, wieder diese Pflasterstein, so. Ja genau, okay, alles klar. Ja, hab ich. Oh mein Gott, voll der Hirnfick. Ja, wir müssen aber hier unten das noch kaputt schlagen, so ein bisschen, ne? Wo? Weil quasi hier so, wo ich jetzt langlauf, da läuft ja auch noch eine Leitung her. Die müssen wir mal einschlagen gleich noch. Ach so. Ja, muss ja quasi kreisförmig immer sein, ne? Ja, genau. Damit es einfach immer wieder von vorne anfängt, ne? Ja. Ich meine, das fließt ja von der einen Truhe zu der anderen und dann wird zurück. Was man übrigens auch richtig cool machen kann, was ich gemacht habe, ne? Wir sammeln ja auch die Spawner, ne? Haben wir ja gesagt, schreiben wir uns auf, benutzen wir dann, ne? Ja, genau. Man kann das sehr geil machen mit den so Viecher-Spawnern und den Sentries, dann so halt eine Mob-Falle, so, weißt du? Zum Beispiel oder die kaputt schießen. Die spawnen oben einfach alle, quasi, dann habe ich das so gemacht, ich hatte oben halt, ich habe es mit Kühen und so gemacht, ich hatte oben so ein Feld, so ein Kranz aus Grassteinen und habe dann halt über mit Pistons so Türen gemacht, wo ich dann an- und ausschalten kann, die Maschine. Dann ist dann halt, wenn ich die anschalte, dann geht oben zwei Sentries auf, die quasi nur da runterballern. Dann fallen die ins Wasser und unten rutschen die dann den anderen 8 Sentries entgegen, die dann töten. Also das ist voll geil, so voll viel Fleisch so. Und dann am Ende unten nur ein Obsidianrohr, wo das Wasser endet. Zum Raussaugen, ne? Ja, das ist voll cool. Finde ich voll geil. Aber mit 3 Truhen, oh. Ja. Mit 3 Truhen ist zwar cool, das Problem, wir können das aber nicht bestimmen von außen. Wenn du weißt, was ich meine, wenn wir mal eine Zuordnung machen wollen. Ja, aber wir können uns doch hier dann, hier haben wir doch einen Gang offen. So. Ich meine, das reicht doch, wenn wir das einmal einstellen. Wenn wir jetzt sagen, hier kommt nur, was weiß ich, Fleisch und Essen hin hier vorne. Dann kann man ja später hier hinten eins machen, wo man halt dann so in die Zwischenwände kann und einstellen noch. Ach so, ja gut. Weil das, ne, ist ja jetzt eh nicht so viel, was war. Gut, wir haben jetzt schon relativ viel, aber. Oh mein Gott, voller dicke Lager. Ach, schon. Ich wollte mir doch gerade die Dingens holen. Eine Spitzhacke wollte ich mir gerade holen. Ja, das wäre nicht schlecht, Kollege. Wäre super nice, ne, super heftig. Das wäre nice.